Ja, wenn ein Plan nicht ganz funktioniert, dann muss man ihn ein bisschen anpassen, aber dann funktioniert es ja und es ist gut, dass wir ein bisschen Puffer nach hinten raus haben. Agile ist tot, lang lebe Modern Agile. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Vortrag am Beginn des Agile Day der JAX 2019. Mein Name ist Thomas Much, ich bin Freiberufler aus Hamburg und als technischer agiler Coach und Softwareentwickler habe ich in den vergangenen Jahren an diversen mehr oder weniger agilen Projekten teilgenommen. Und von den Denkanstößen, die ich da bekommen habe, möchte ich heute Morgen ein bisschen erzählen. Wir werden eine Bestandsaufnahme machen, wo Agile heute steht und wir werden in die Zukunft schauen. Bestandsaufnahme 2019. Das ist eine ziemlich krumme Jahreszahl, aber irgendwie ist das doch dieses Jahr das Jahr der großen Jubiläen. Wenn wir uns Kunst, Kultur und Politik angucken, wir haben 100 Jahre Weimarer Verfassung. Das war die erste demokratische Verfassung für Deutschland. Nicht perfekt, wie wir leider wissen, aber der erste wichtige Schritt hin zu der Freiheit und zum Frieden, in dem wir leben dürfen. Dieses Jahr 70 Jahre Grundgesetz. 100 Jahre Bauhaus, der Weg in die Moderne von Kunst und Architektur. Und dann sind wir auch schon bei 50 Jahren. Ich weiß nicht, welche so um die 50 ist, aber vielleicht habt ihr als Kind mal Spaghetti-Eis gegessen. Auch das wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Die Boeing 747 ist vor 50 Jahren das erste Mal geflogen. Und dann wird es sehr persönlich für mich. Ganz so alt bin ich noch nicht, aber 50 Jahre, ein goldenes Jubiläum. Meine Eltern feiern in diesem Sommer goldene Hochzeit. Die sind seit 50 Jahren verheiratet. Wahnsinn, eine halbe Ewigkeit. Und als die aus ihren Flitterwochen zurückkamen, da saßen sie am Flughafen und auf dem Fernseher am Flughafen haben sie gesehen, wie der erste Mensch den Mond betreten hat. Wahnsinn, 50 Jahre her, da werden wir diesen Sommer bestimmt noch ein bisschen mehr drüber hören. Und dann betrifft es mich irgendwann sehr persönlich, 35 Jahre, nein, so jung bin ich auch nicht mehr. Aber vor 35 Jahren habe ich angefangen zu programmieren. Auf der Kiste mit bis zu 6-fach belegten Gummitasten habe ich damals Basic programmiert. Und es ist schon ein ziemlich spannender Weg seitdem. Und damals war ich noch nicht mal ein Teenager. Aber das, was man als Kind und als Teenager unbedingt erreichen möchte, zu der Zeit, das ist volljährig werden. Endlich all das dürfen, was die Erwachsenen dürfen. Und wer dieses Jahr 18 wird, der ist 2001 geboren. Und Mirko hatte das in der Begrüßung schon erwähnt. Im Februar 2001, da kam das Agile Manifest auf die Welt. Das Manifest für agile Softwareentwicklung. Da haben 17 Softwareentwickler sich auf einer Skihütte getroffen und haben beim Skifahren nebenbei noch darüber diskutiert, wie man denn wohl die Softwareentwicklung moderner und besser gestalten könnte. Und die haben 4 Leitsätze aufgestellt und 12 Prinzipien dazu. Mirko hat die schon in der Begrüßung erzählt. Und als ich die damals das erste Mal gelesen und verstanden hatte, da dachte ich nur, wow, so möchte ich Software ab jetzt auch entwickeln. Und ab dem Zeitpunkt war ich total begeistert für Agile, bin das auch immer noch. Und ich durfte in vielen Teams funktionierende agile Softwareentwicklung erleben. Ich durfte viele Teams begleiten dabei, besser zu werden in ihrer agilen Softwareentwicklung. Aber es gibt auch viele Teams, bei denen das nicht so gut funktioniert hat, bei denen Agile sich gar nicht gut anfühlt. Und Agile ist mittlerweile ziemlich verbrannt. Man muss aufpassen, ob man das überhaupt noch erwähnen darf als Wort. Und das geht so weit, dass Ron Jeffries, einer der 17 Erstunterzeichner des Agilen Manifests, gesagt hat, Entwickler, lasst bitte Agile sein, verlasst Agile. Entwickler sollten Agile verlassen. Oder genauer hat er gesagt, hört bitte auf, das zu tun, was heute Agile genannt wird. Denn er ist nicht gegen Agile. Er findet die Prinzipien, die 12 Prinzipien des Agilen Manifests immer noch gut. Das könnt ihr in seinem Blog nachlesen. Aber er sagt, was heute draus gemacht wird, hat mit dem Agile von damals eigentlich gar nichts mehr zu tun oder viel zu häufig nichts zu tun. Wie war Agile denn früher, so in den 1990ern? Da haben wir natürlich Extreme Programming gehabt. Auch das hatte Mirko eben schon erwähnt. Das ist sicherlich der bekannteste, weil sehr extreme Vertreter einer agilen Vorgehensweise. Und da waren solche Praktiken dabei wie Test-Driven Development, Pair-Programming, Continuous Integration, Iteration, User-Stories. All das, was wir heute auch benutzen.
Wir hatten aber auch Feature-Driven Development, was gesagt hat, sucht euch für jedes Feature bitte das passende Team und für jedes Team bitte das passende Vorgehen raus. Wir hatten Adaptive Software Development und die Dynamic Systems Development Method als Nachfolge des Rapid Application Developments. Wir hatten Crystal, eine ganze Methodenfamilie, die sich über Skalierung Gedanken gemacht hat, weil für 5 Entwickler muss ich Agile anders machen als für 500. Und es gab auch was, das hieß damals schon Scrum. 2 von den 17 Unterzeichnern, die haben sich mit Scrum beschäftigt. Das war eine von vielen Methoden. Und heute? Ja, wir machen Scrum, weil alle anderen machen das auch. Wir kaufen Jira, das haben die anderen auch. Und dieses eine Scrum, was wir haben, das skalieren wir bei alle unsere Teams, damit wir das schön einheitlich messen können, was dabei rauskommt. Bitte nicht falsch verstehen. Ich erlebe Teams, die machen Scrum ganz toll, die sind begeistert davon, die produzieren damit großartige Ergebnisse. Und Jira ist ein gutes Tool. Ich benutze das selber tatsächlich gerne, weil es mir als ein mögliches Tool hilft. Aber es ist halt nur eine Möglichkeit unter vielen. Gucken wir uns mal dieses Scrum an, was alle machen. Ungefähr so ein Vorgehen. Ich stelle das nicht im Detail vor, das kennt ihr vermutlich. Aber wir gucken uns mal an, was daraus gemacht wird. Wir haben da oben das Daily von den Entwicklern. Aus dem Daily passiert aber viel zu häufig ein Status-Meeting. Alle erzählen, was sie gestern gemacht haben, dass sie in unglaublich vielen Meetings waren, dass sie wirklich viel gearbeitet haben gestern. Aber dabei vergisst man den Blick auf die Zukunft, dass man heute vielleicht fertig bekommen will. Deshalb ist das Daily Status Meeting eher so gehasst und vielleicht lässt man es auch weg. Dann wollten die Entwickler oder sollten die Entwickler im Sprint mit dem Product Owner zusammen das Product Backlog weiterentwickeln, damit man gemeinsam ein Verständnis dafür bekommt, was man später mal machen will in den nächsten Sprints. Darauf haben Entwickler viel zu häufig keine Lust und lassen das weg. Dann ist der Product Owner auf sich selbst gestellt, hat vielleicht Probleme, seinen Backlog priorisiert zu halten, ja, weil alles irgendwie wichtig ist. Und dann kriegen wir auch kein priorisiertes Sprint-Backlog und dann werden wir alles daran setzen, auf Biegen und Brechen alle Stories, auf die wir uns committed haben, fertig zu kriegen, auch wenn es wichtige und deutlich weniger wichtige gibt. Das Sprint-Planning, ja, das wird meistens noch gemacht, aber meistens guckt man sich nur kurz an, was da zu tun ist, ohne dass man ernsthaft darüber diskutiert. Und die Fragen tauchen dann während des Sprints auf. Dann baut man die Software und am Ende haben wir ein Sprint-Review. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe es erlebt, dass viel zu häufig der Product Owner keine Zeit hatte oder die Entwickler keine Zeit hatten. Dann wurde das Review weggelassen, was man dann fertig geschafft hat. Und dann haben wir irgendwie ein potenziell releasefähiges Inkrement. Aber releasen tun wir immer noch alle 3 Monate oder alle 6 Monate. Wir wissen gar nicht, ob wir releasefähig sind. Wir haben da irgendein Inkrement, aber das wissen wir erst in 6 Monaten, wenn wir es zum Kunden ausliefern, ob das wirklich dem Kunden was bringt. Und weil wir das so spät releasen, müssen wir noch wieder ein Testen explizit reinnehmen, was wir vielleicht eigentlich im Entwicklungsprozess machen sollten. So, und begleitet wird das Ganze vom Scrum Master, der war bisher der Projektleiter. Projektleiter dürfen wir ihn nicht mehr nennen, den gibt es nicht. Also ist er jetzt der Scrum Master, leitet aber das Projekt irgendwie immer noch und kontrolliert das ein bisschen rum. Wenn wir Agile so anpassen oder verformen, na, das ist übertrieben, ne? Aber in der Praxis findet man das zu häufig. Wenn wir Agile so umbauen, dann gibt es genug Stellen, an denen es hakt, über die man reden müsste. Und dafür haben wir die Sprint-Retro. Aber das kennt ihr vielleicht auch. Alle 2 Wochen trifft man sich, es ist viel zu viel auf dem Tisch, das dauert zu lange. Man redet dann doch nur um den heißen Brei rum. Oder wenn man sich traut, was zu sagen, ändert sich dann doch leider nichts. Das macht man als Entwickler 3-4 Mal mit, danach hat man da keine Lust mehr drauf. Und ein so verformtes Agile hat mit dem eigentlich gemeinten Agile nichts mehr zu tun. Deshalb nennen wir das Fake Agile oder agiles Theater. Jeder spielt irgendwie seine Rolle, weiß aber, dass das gar nicht echt ist. Das ist ganz lustig anzuschauen, aber dauerhaft möchte man das eigentlich nicht erleben. Denn wir sind Softwareentwickler und keine Schauspieler, oder? Eine andere Möglichkeit gibt's. Wir haben ein Team und dieses Team lebt Agile tatsächlich richtig toll. Lebt die agilen Prinzipien, ist komplett transparent, hat ein Board, auf dem mit tollen Post-its dargestellt wird, wie die Arbeit läuft, hat Monitoring, damit man auch das technische System überwachen kann. Das ist großartig. Und dann kommt ein klassischer Manager, der sagt, cool, ja, wenn das Team selber über sich so viel verrät, da kriege ich ja mehr raus, als ich vorher irgendwie gewusst habe, da kann ich ja noch mehr Kontrolle ausüben. Da sehe ich ja, wo die nichts zu tun haben, 1 Stunde lang. Die kann ich noch viel besser auslasten.
und ich kann noch viel mehr Druck ausüben, damit die Velocity jeden Sprint garantiert höher ist als zuvor. Wer Agile so erlebt, für den ist Agile verbrannt. Entweder weil er persönlichen Burnout erlebt oder weil man auf diese Art von Agile keine Lust mehr hat, weil es bringt nichts, wenn das Team Agile ist und das Drumherum das nur ausnutzt. Das nennen wir Dark Agile, denn die Versuchung der dunklen Seite der Macht, die ist leider sehr, sehr groß. Wenn wir Agile so erleben, das fühlt sich nicht gut an. Wir merken, dass das nicht richtig ist. Irgendwie hat Agile den Fokus verloren. Es ist ziemlich weichgespült. Es war eigentlich, Agile war sehr radikal. Radikal mit den Anforderungen, radikal einfach. Und heutzutage wollen wir eigentlich, dass wir unsere Organisation, unser Vorgehen so lassen können, wie wir das haben. Und wir passen Agile so ein bisschen dran an. Aber Agile sagt eigentlich, passt euch an, damit ihr euch verändert und nicht umgekehrt. Und heutzutage passiert es viel zu häufig, dass man da noch irgendein Framework einkauft, nur weil man nicht zu viel selber nachdenken möchte und weil man das nicht anpassen möchte an die Organisation. Man kauft irgendein Framework ein, um die Managemententscheidung safe zu machen und dann wird das alles sehr komplex und bringt neue Prozesse rein und die Einfachheit, die geht verloren. Was wollen wir denn eigentlich erreichen, wenn wir das Ganze einfach machen? Und da habe ich mal meine Ideen mitgebracht. Ich möchte eigentlich das Richtige bauen. Das macht den Kunden am meisten Spaß und mir. Ich möchte dumme Fehler nicht nochmal machen. Fehler sind beim ersten Mal nie dumm, erst dann, wenn man sie nochmal macht. Ich möchte besser darin werden, das Richtige zu tun. Am Anfang wird das noch nicht so gut sein, aber ich möchte besser werden. Und dann bekomme ich zufriedene Kunden, das macht mir Spaß und ich werde selber zufrieden sein. Ich als Entwickler, als Manager, als Finanzvorstand, weil unsere Kunden das Produkt lieben und wir Entwickler auch. Und das ist die Idee, dass wir Agile wieder auf den Kern fokussieren. Und da gab es in den letzten Jahren verschiedene Initiativen. Eine davon ist Heart of Agile von Alistair Cockburn, einem der Erstunterzeichner des Agilen Manifests. Und der sagt, fokussiert euch mal wieder auf das, auf die 12 Prinzipien des Agilen Manifests, so wie es gedacht war. Und dann gibt es Modern Agile rund um Joshua Karievsky von Industrial Logic. Das ist auch ein Urgestein der Agilität. Und die haben sich gesagt, wir sind 20 Jahre weiter, die Software wird heute anders entwickelt. Deployments machen wir ganz anders mit Containern und in der Cloud. Vielleicht müssen wir auch die Leitsätze, die Ideen ein bisschen anpassen. Und das ist tatsächlich auch meine Erfahrung in den letzten Jahren. Heart of Agile wirkt so ein bisschen wie das, was wir gemacht haben. Na, euer Agile funktioniert nicht, dann geht halt back to the roots und macht's halt richtig. Und Modern Agile guckt nach vorne. Wie arbeiten wir heute? Wie wollen wir in den nächsten 10, 20 Jahren arbeiten? Und das passt viel besser zu der Art, wie ich heute arbeite, wie ich Teams erlebe. Und deshalb möchte ich heute den Fokus auf Modern Agile setzen. Die anderen beiden Sachen, auch Heart of Agile, schließt sich nicht aus. Das kann man beides kombinieren. Aber für mich ist Modern Agile tatsächlich mehr in die Zukunft gerichtet. Modern Agile hat 4 Guiding Principles. Leitprinzipien, Leitplanken, Grundideen, wie wir das nennen, ist den Erfindern auch egal, weil Prinzipien häufig missverstanden wird. Aber es geht um 4 Grundgedanken, make people awesome, Entwickler und Kunden, alle die Beteiligten müssen sich gut, müssen sich großartig dabei fühlen, liefert regelmäßig Wertvolles aus, was immer das auch ist, macht Sicherheit zu einer Grundvoraussetzung. Wenn wir uns sicher fühlen, Entwickler wie Kunden, dann werden wir Großartiges leisten. Und experimentiert und lernt zügig. Und diese 4 Leitprinzipien gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Make people awesome. Awesome, so ein Wort der amerikanischen Westküste. Ja, toll, großartig, fantastisch, genial, wie immer ihr das auch nennen wollt. Was bedeutet das? Make people awesome. Nehmen wir mal unsere Entwickler und den stellen wir einen Tischkicker hin, eine Playstation, einen Kasten Clubmate und Obst, weil es ein bisschen gesund ist. Das mögen wir als Entwickler. Ja? Das ist schon okay, das mögen wir, aber das sind Anreize und wenn ihr die wegnehmt, kann es passieren, dass die Entwickler missmutig werden. Und ihr macht sie damit bestimmt nicht awesome, denn damit schafft ihr keine Begeisterung. Das ist eine nette Arbeitsatmosphäre, aber ihr wollt Leute begeistern für ihre Arbeit. Wie kann man denn Leute begeistern? Und vor allen Dingen Leute, nicht nur Entwickler. Wir wollen alle People, alle Leute, die am Produkt beteiligt sind, begeistern. Und das sind die Entwickler, klar. Das sind vor allen Dingen aber auch unsere Anwender, die Endkunden. Nicht ein Kundenfachbereich intern, sondern die Endkunden müssen awesome, müssen begeistert sein von dem, was wir tun. Die Fachbereiche, UX, Designer, alle, die beteiligt sind
und auch die Manager. Alle müssen überzeugt dahinter sein, müssen begeistert von diesem Produkt sein. Wenn ihr irgendwen da verliert, wird euer Produkt wahrscheinlich am Markt nicht so die Durchdringung haben, die ihr gerne hättet. Wie kann man den Menschen awesome, toll, begeisterungsfähig machen? Wir können Entwicklern die Freiheiten lassen, tolle Dinge zu bauen. Da wird Großartiges bei rauskommen. Kunden wollen tolle Sachen benutzen, wo wir auf Qualität achten, wo ein paar weniger gute Features wichtiger sind als viele hundert. Das macht auch uns Entwicklern mehr Spaß, wenn wir auf Qualität achten dürfen. Wir brauchen den menschlichen Aspekt mit Respekt und Wertschätzung, auch dem Kunden gegenüber. Wenn der Kunde merkt, dass er wertgeschätzt ist, wird er ganz anders mit uns umgehen, wenn mal ein Fehler auftritt. Und als Entwickler wollen wir benötigt werden, wir möchten Unterstützung leisten und ich möchte ein Ziel in meiner Arbeit haben, einen Sinn haben. Ich brauche eine Richtung, in die ich arbeite. Und wenn ich Sinn in meiner Arbeit sehe, dann werde ich gute Arbeit leisten, dann werde ich begeistert sein. Und ich möchte immer besser werden. Und dabei muss mir auch geholfen werden. Ihr werdet bestimmt noch zig andere Sachen finden, wo ihr sagt, das begeistert mich an meiner Arbeit. Aber das sind so ein paar Punkte, auf die man vielleicht achten kann. Der zweite Punkt ist, make safety a prerequisite. Macht Sicherheit zu einer Grundvoraussetzung. Was bedeutet Sicherheit? Das wird häufig mit psychologischer oder emotionaler Sicherheit gleichgesetzt. Und das kann sein, es ist schön kuschelig, wir sind alle lieb und nett, es ist ganz gemütlich oder Hügge, ja, wie wir so im Norden gerne sagen, cozy und warm, wir haben keinen Streit, es gibt keine Kontroversen, wir können in unserer Komfortzone bleiben und vielleicht auch einen Tischkicker und den stellvertretend für alle Gadgets und Geräte, die man sich so hinstellt, damit es schön heimelig wird. Genau darum geht es bei psychologischer Sicherheit nicht. Ja, das ist alles nett, aber da habt ihr keine psychologische Sicherheit von. Das Gegenteil von Sicherheit ist nämlich Angst. In dem Moment, wo ihr Angst habt, werdet ihr nicht gut arbeiten oder werdet ihr ein Produkt nicht gerne benutzen. Wann können wir Angst haben? Angst haben wir, wenn wir bestraft werden. Zum Beispiel, weil wir Probleme öffentlich ansprechen. Oder was heißt öffentlich? Im Meeting. Ja, ihr seid der Überbringer schlechter Botschaften. Ihr wollt das Problem beseitigen und werdet dafür bestraft. Oder ihr habt Angst, bloßgestellt zu werden. Ja, das, was du gestern gemacht hast, das war gar nicht gut. Das war ein ganz blöder Bug. Wie konnte man nur? Wenn ihr einmal dieses Fingerpointing erlebt, das fühlt sich total blöd an. Ihr wollt doch eigentlich nur den Fehler beseitigen. Und in dem Moment, wo ihr die Schuld zugewiesen bekommt, habt ihr schon keine Lust mehr. Vielleicht habt ihr Angst, Deployments durchzuführen, weil das alles ein bisschen unsicher ist bei euch, weil das sowieso knallt. Da fehlt die Sicherheit. Und wenn dann ein Fehler auftritt, werdet ihr vielleicht allein gelassen. Ja? Du bist schuld, du hast den Fehler gemacht, jetzt kümmere dich mal drum und wer hilft mir? Ja? Alles Einzelkämpfer. Da habt ihr keine Sicherheit. Es gibt aber auch Angst auf Kundenseite. Mag ich dieses Feature bedienen? Oder wenn ich den Formatier-Button drücke, zerschießt er mir wieder das ganze Dokument, wie beim letzten Mal. Oder wenn ich jetzt den Streaming-Dienst aktiviere, zerschießt das mir dann meine ganze Mediathek? Verlieren die meine Daten? Werden die gehackt? Das ist Angst auf Kundenseite und Angst, alleine gelassen zu werden bei Problemen. Wir brauchen also emotionale Sicherheit. Wann haben wir die? Wir haben die, wenn wir offen und ehrlich reden dürfen. Auch wenn der Chef da ist. Ja, ihr kennt die Situation, alle nicken das ab, sagen ja oder blicken betreten auf den Boden. Und wenn der Chef den Raum verlässt, kommen die echten Probleme auf den Tisch. Da herrscht keine Sicherheit vor. Ihr müsst offen reden dürfen. Wir wollen die Fehlerursachen rausfinden ohne Schuldzuweisung. Wir haben keine Angst vor Fehlern. Wir wollen wissen, wo die Fehler sind. Wir wollen die Fehler beseitigen. Aber wir mögen nicht die Schuld dafür zugewiesen bekommen. Heute mache ich den Fehler, morgen machst du den Fehler. Das passiert leider. Und wir müssen sie schnell erkennen und wollen die auch gerne beseitigen. Und damit das klappt, müssen wir über die Sache streiten können, ohne dass wir uns beleidigen. Das muss man üben. Das kann man nicht einfach so. Da gehört Respekt und Wertschätzung dazu. Das muss man, wie gesagt, üben. Und wenn man das alles kann, dann können wir ohne Angst unsere Komfortzone verlassen. Und das ist wichtig, damit wir unser Unternehmen nach vorne bringen. Wenn wir alle in der Komfortzone bleiben, gibt es keine Innovation. Wir müssen die Sicherheit haben, dass wir uns trauen, ohne Angst aus der Komfortzone rauszukommen. Und wir wollen vielleicht auch technische Sicherheit als Unterstützung der psychologischen Sicherheit haben. Und dazu gehört, dass ihr nicht mit einem Klick eine Katastrophe auslösen könnt. Ja, wenn ich mit einem Klick die Produktionsdatenbank löschen kann, sei es als Anwender oder als Entwickler, dann haben wir ein Problem im Unternehmen. Und das sollten wir systematisch angehen und nicht Einzelnen die Schuld zuweisen. Ja? Datenschutz brauchen wir auch. Unsere Daten sollen sicher sein.
Wir wollen nicht gehackt werden können. Und diese technische Sicherheit, die kann uns unterstützen, dass wir uns psychologisch sicher fühlen. Wir brauchen solche Sicherheitsnetze, technisch wie emotional. Und spannenderweise ist das bei Security by Design das Grundprinzip. Das gehört zu DevSecOps. Vielleicht hören wir im nächsten Vortrag gleich was darüber. Wir brauchen diese Sicherheitsnetze. Und warum das wichtig ist, das hat Google rausgefunden in einer Untersuchung, was ein High-Performance-Team, ein erfolgreiches Team bei Google ausmacht. Und die haben 5 Punkte gefunden und dazu gehört, man muss sich auf andere verlassen können. Ich brauche eine klare Struktur. Ich brauche Sinn in meiner Arbeit. Der 5. Punkt ist Impact. Ich muss sehen, dass meine Arbeit die Welt ein bisschen verändert. Aber der allerwichtigste Punkt, den sie rausgefunden haben, ist psychologische Sicherheit. Ich muss mich trauen, kontrollierte Risiken einzugehen. Und ich muss mich trauen, offen und ehrlich mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen zu sprechen. Wenn ihr die psychologische Sicherheit nicht habt, könnt ihr den ganzen Rest vergessen. Sehr lesenswert auf dem Blog von Google. Wie schaffen wir Sicherheit? Und da hat Modern Agile ein paar Tipps für uns. Google legte bei den Meetings los. Die haben gesagt, lasst uns erstmal unsere Meetings sicherer machen und von da strahlt das dann aus in unsere Teams und in das Unternehmen. Und Modern Agile schlägt 5 Agreements, 5 Vereinbarungen für Meetings vor, ermutigt jeden mitzumachen. Hört ehrlich zu, was die anderen zu sagen haben. Wiederholt die Punkte nochmal von den anderen als Review. Nicht, damit jeder was gesagt hat, sondern damit ihr rauskriegt, ob ihr die anderen richtig verstanden habt. Verhindert oder passt auf, dass ihr andere nicht dominiert und dass ihr nicht unterbrecht, wenn jemand redet. Und seid ehrlich neugierig, was die anderen beizutragen haben. Das klingt total trivial, aber wenn ihr eure Meetings mal durchguckt oder überprüft, ich finde da immer 1, 2 Punkte, wo ich sage, da sollten wir nochmal rangehen und unsere Vereinbarung überprüfen. Das ist nur ein Startpunkt, den sollt ihr verändern, den sollt ihr verbessern. Ihr könnt euch das alles auf der Webseite runterladen und selber ausdrucken, als Poster hinhängen und damit anfangen zu arbeiten. Wir können auch Sicherheit anders schaffen. Vielleicht kennt ihr von Toyota das Toyota Production System und da gibt es über dem Fließband so ein Enden-Kabel, ein Signalkabel, dieses gelb-schwarze da oben. Hoffentlich sieht man das. Und immer wenn ein Problem auftritt, dann kann der Mitarbeiter am Fließband daran ziehen und dann wird ein Signal angezeigt, hier existiert ein Problem und es wird versucht, dieses Problem sofort zu lösen, damit sich die Probleme nicht ansammeln und später zu großen Problemen führen, die man dann nicht mehr beherrscht. Und wenn das Problem nicht in der Taktzeit beseitigt werden kann, dann steht das Band still, bis das Problem beseitigt ist. Das kennen wir von unseren Deployment Pipelines. Da haben wir so ähnliche Mechanismen. Und das können wir auch auf die psychologische Sicherheit erweitern. Und da schlägt uns Modern Agile vor, Stop Work Authority Karten zu verwenden. Karten, die jedes Teammitglied ziehen kann, dass wir sagen, Stopp, hier arbeiten wir gegen unsere Sicherheit. Und Sicherheit kann sein, die Gesundheit, dass wir unsere Gesundheit gefährden oder dass wir Zeit verschwenden oder Geld verschwenden oder die Reputation der Firma gefährden oder die Zusammenarbeit von Menschen zerstören. Und die Idee ist, dass jeder bei euch im Team sagen kann, Stopp, lasst uns jetzt mal kurz über dieses Problem reden, damit sich das nicht lange fortzieht, damit das nicht unterschwellig weitergeht. Normalerweise heben wir das für die Retro auf in 2 Wochen, aber vielleicht sind Punkte dabei, die wir besser sofort klären sollten. Und wenn wir das alles für die Retro aufheben, ist das viel zu viel. Lernt das regelmäßiger zu machen. Auch das muss man üben, sich trauen, Stopp zu sagen, das ganze Team anzuhalten und einen Punkt anzusprechen. Übt das, traut euch das. Ihr werdet dadurch kontinuierlicher und ihr werdet mehr Sicherheit schaffen. Auch das könnt ihr runterladen und euch ausdrucken. Und es gibt da auch noch einen Spickzettel, wenn ihr Ideen braucht, wie ihr Fragen stellen könnt, wie ihr psychologische Sicherheit bekommt. Das ist ein spannendes Thema. Ich bin selber kein Psychologe. Falls ihr einen Psychologen im Unternehmen habt, holt euch die Hilfe von denen. Und ansonsten gibt es da auch noch einen Spickzettel auf der Modern Agile Webseite. Ansonsten können wir Sicherheit schaffen durch Technik. Die Pipelines hatte ich schon angesprochen. Und damit machen wir meistens Unit-Tests. Aber vielleicht sollten wir auch Penetration-Tests, also kontrollierte Angriffe unseres Systems, automatisieren, damit wir wissen, dass wir nicht hackbar sind. Vielleicht wollen wir Chaos-Engineering machen. Das heißt, strukturiert versuchen, unser System kaputt zu machen. Vielleicht erst ein Testsystem und erst danach probieren wir, das Produktionssystem kaputt zu machen. Aber wenn wir da merken, dass wir nur einen Klick von der Katastrophe entfernt sind, sollten wir da dringend rangehen, um Sicherheit zu schaffen.
Vielleicht sollten wir Fehlschläge durchspielen. Wir sind groß darin zu planen, wie eine Software kontrolliert ausgerollt wird. Aber vielleicht sollten wir uns überlegen, wie gehen wir denn damit um? Was kann alles schiefgehen und wie reagieren wir darauf? Da kann man sagen, das ist Zeitverschwendung, weil das wird ja wahrscheinlich gar nicht auftreten. Aber das gibt uns große Sicherheit, wenn wir schon mal durchgespielt haben, wie wir reagieren würden, wenn etwas schief geht. Das gibt dem Team ein unglaublich gutes Systemverständnis und bringt Sicherheit im Extremfall. Und damit wir das machen können, müssen wir unser System beobachten können. Und das tatsächlich, da sage ich nachher noch was zu. Bei Sicherheit geht es also darum, dass wir aus der Angst Vertrauen und Zutrauen machen. Ich muss Vertrauen haben in meine Kollegen, in die Technik, in das Produkt. Der Chef muss Vertrauen in seine Mitarbeiter haben, dass das Team schon das Richtige macht. Dann kriege ich auch Zutrauen in das, was ich schaffe. Und nochmal, psychologische Sicherheit ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ihr echt agil arbeiten könnt, weil ihr dann eine Offenheit und eine Transparenz bekommt. Aber was hat das mit Agile zu tun? Das ist doch eigentlich nur gesunder Menschenverstand und ist auch für normale Projekte gut. Gesunder Menschenverstand in normalen Projekten ist so eine Sache, aber helfen tut das garantiert. Agile oder Modern Agile wird es dadurch, dass wir zügig experimentieren und lernen. Experimente? Wissen wir nicht, was wir bauen wollen? Wir haben doch hier dieses Pflichtenheft, hunderte von Seiten ausgedruckt, da steht genau drin, was wir bauen wollen. Ja, aber ist das auch das, was wir bauen sollten? Denn wenn ihr so ein riesen Pflichtenheft habt, ist die Hälfte davon obsolet, wenn ihr fertig seid. Da braucht der Kunde schon ganz andere Sachen. Oder der Kunde hat euch Sachen erzählt, die er gar nicht braucht, von denen er sich gedacht hätte, dass er die braucht. Ja, gerade wieder erlebt, dass wir Sachen gebaut haben, wo die Kunden Stein und Bein geschworen haben, dass das so sein muss. Und als wir es dann in Produktion hatten, haben wir festgestellt, nö, die brauchen was ganz anderes. Also, wir sollten experimentieren und dafür mache ich mal einen kleinen Exkurs ins Kinevin-Framework, warum das wichtig ist. Wer hat schon mal was von Kinevin gehört? Ja, ein Drittel ungefähr. Das Kinevin-Framework ist ein Modell von Dave Snowden und der teilt die Probleme unserer Welt, die Probleme, die wir lösen, in vier Kategorien ein. Und er sagt, es gibt offensichtliche Probleme, da weiß jeder, was zu tun ist. Da ist ganz klar, wenn ich das mache, kommt das raus. Dann gibt es den Complicated-Bereich, die schwierigen Probleme. Das ist schon nicht mehr ganz so offensichtlich, aber ich kann Checklisten machen. Ich kann Checklisten abarbeiten und da weiß ich genau, wenn ich das mache, kriege ich die Ergebnisse. Das ist so die klassische arbeitsteilige Welt, weil ich Checklisten machen kann, weil ich genau planen kann und weiß, was rauskommt, wenn ich bestimmte Sachen mache. Im komplexen Bereich, und da befinden sich leider viele unserer aktuellen Probleme, habe ich aber das Problem, dass ich im Vorfeld häufig gar nicht weiß, was denn eine Wirkung erzielt. Das heißt, die Ursache-Wirkungsbeziehung, die kriege ich erst im Nachhinein raus. Ich kann etwas machen, ich kann es beobachten und im Nachhinein verstehe ich auch, wie Ursache und Wirkung zusammenhängen, warum der Kunde dieses Feature lieber mag als die andere Implementierung des Features. Aber das verstehe ich erst im Nachhinein. Da kann ich das erklären und habe fürs nächste Mal gelernt. Und in diesem Bereich sind viele unserer derzeitigen Probleme und da sollten wir kontrolliert experimentieren. Also Experimente ja, und es ist doch toll, wenn wir dann darauf vorbereitet sind, dass wir experimentieren. Dass wir 80% Lösungen in Produktion nehmen, dass wir mehrere Experimente gleichzeitig in Produktion nehmen, A-B-Testing machen oder A-B-C-D-Testing und dass wir ausprobieren, was dem Kunden tatsächlich hilft, was der Kunde tatsächlich benutzt. Und wo ist der Unterschied zum bisherigen? Es ist ein ganz elementarer Unterschied, wie man sich auf die Arbeit vorbereitet, wenn ich sage, ich habe Hypothesen, experimentiere und werte dann aus und lerne, was dabei rauskommt, anstatt das wie bisher zu machen, Anforderungen und Umsetzung und dann Fingers crossed, hoffen wir mal, dass das alles passt und wenn nicht, muss ich schnell einen Hotfix machen. Wenn ich darauf vorbereitet bin, dass ich experimentiere, habe ich ein riesen Augenmerk auf die Auswertung, auf das Lernen aus dem Experiment und das macht einen dramatischen Unterschied, wie ich meine Arbeit vorbereite. Damit ich damit einigermaßen sicher bin, damit ich mich gut fühle, muss ich mein System beobachten können. Ich sollte auch technische Vorkehrungen haben, dass ich Experimente schnell abbrechen kann, wenn die gar nicht gut funktionieren, sowas wie Feature Flags. Ja. Aber das kriegen wir alles in den Griff. Das heißt, wir brauchen Beobachtbarkeit, damit ich wieder Sicherheit bekomme. Und Laufzeitmonitoring ist bestimmt nichts ganz Neues für euch. Wir haben da JVM-Metriken, Speicherauslastung, Antwortzeitverhalten, das kennen wir.
Aber für uns Entwickler ist es genauso spannend, fachliche Metriken zu haben. Dass wir zum Beispiel sehen, wenn wir ein Feature in Betrieb nehmen, brechen plötzlich unsere Bestellungen ein. Die Bestellrate geht runter. Warum? Dann kann man das Experiment abbrechen. Vielleicht wollen wir auch wissen, was unsere Benutzer wirklich machen. Weil wenn wir nur auf unsere Metriken gucken, sehen wir vielleicht gar nicht, was beim Kunden in seinem Browser ankommt. Vielleicht sehe ich das in den fachlichen Metriken, wenn eben die Bestellzahlen einbrechen. Aber dass der Kunde plötzlich eine langsame Webseite hat, kriege ich nur mit, wenn ich sowas wie Real User Monitoring mache. Und auch interessant, ich sollte meinen Endkunden einfaches Feedback ermöglichen. Und dieses Feedback sollte auch einfach bei den Entwicklern ankommen. Und da habe ich etwas sehr Beeindruckendes erlebt, als ich in einem Team war, was Apps entwickelt hat. Das hat sich einfach die Bewertung aus dem App Store in Echtzeit auf einen riesen Monitor auf der Teamfläche angezeigt, darstellen lassen. Und wenn die ein Feature released haben und das war nicht so prickelnd, dann haben die sofort gesehen, dass die Bewertungen schlechter werden und konnten sofort reagieren, konnten die Kunden kontaktieren. Da sieht der Kunde, dass er wertgeschätzt wird. Und man sieht tatsächlich das, was der Kunde erlebt. Das war super einfach und ich war echt beeindruckt, das zu sehen. Was wir gerade gesehen haben, betrifft unser Produkt, was wir ausliefern. Wir können aber auch mit unserem Lernen experimentieren, mit unserer Arbeitsweise. Normalerweise machen wir das alle 2 Wochen in der Retro. Schon erwähnt, die ist dann viel zu lang und nur alle 2 Wochen. Warum machen wir das nicht häufiger, dafür kürzer? Immer wenn wir merken, dass wir lernen könnten, machen wir eine kurze Retro. Ein kleines Beispiel von dem, was wir beim Mob-Programming machen, wo wir ein ganzes Team eine Aufgabe lösen lassen. Da machen wir am Ende einer Mob-Programming-Session eine 5-Minuten-Retro, Start, Stop, Keep. Was wollen wir behalten fürs nächste Mal? Was wollen wir nächstes Mal neu ausprobieren? Und was war heute doof? Was wollen wir das nächste Mal weglassen? Da können wir in 5 Minuten knackig lernen und haben beim nächsten Mal sofort ein neues Experiment, was sich dann besser oder schlechter verhält. Ein Team, in dem ich neulich war, die experimentieren jetzt mit Räumen. In welchem Raum funktioniert das Mob-Programming am besten? Cool, ja, wir verändern unsere Arbeitsweise. Und der letzte Punkt, deliver value continuously, ständig wertvolles Ausliefern, das ist fast ein Selbstläufer. Und deshalb frage ich nochmal andersrum, was blockiert uns denn, Sachen kontinuierlich auszuliefern? Das kann natürlich die Technik sein, wenn ihr nicht einfach und sicher und schnell deployen könnt. Deployment-Pipelines sind heutzutage Standard. Wer soweit noch nicht ist, sollte in die Richtung definitiv gehen. Aber es kann auch sein, Angst, Code zu verändern. Dann können wir mit den ursprünglichen agilen Prinzipien rangehen, Test-Driven Development, alles, was wir da so gemacht haben, um das sicherer und kontinuierlicher zu bekommen. Es kann aber auch unser Prozess sein. Und ich nenne das hier bewusst Prozess, weil das ein Prozess häufig ein unreflektiertes Vorgehen ist, was man einfach mal so festgeschrieben hat. Und es ist gut, wenn ihr regelmäßig drüber nachdenkt, ob euch euer Vorgehen etwas bringt, jetzt noch etwas bringt. Zum Beispiel, bringt euch ein Sprint noch etwas? Vielleicht ist es gut, wenn ihr in 2-Wochen-Zyklen oder 1- oder 4-Wochen-Zyklen etwas ausliefert. Vielleicht blockiert euch aber auch ein Sprint viel mehr. Und ich habe vor Jahren viele Teams erlebt, die sind mit Scrum gestartet, das war großartig, aber im Laufe der Zeit wurden sie viel kontinuierlicher und die Sprints haben die irgendwann blockiert. Also haben sie die Sprints irgendwann weggelassen und konnten kontinuierlich Wert ausliefern. Immer dann, wenn ein Feature fertig war. Da brauchen wir nicht unbedingt Sprints. Höchstens fürs Management, um Retros ab und zu machen, aber nicht, um Wert regelmäßig auszuliefern. Estimations genauso. Helfen uns Estimations, wie wir die tun, oder schaffen sie eher Denkblockaden, weil wir plötzlich in Zeiten, in festen Zeiten denken, die wir einhalten müssen? Definition of ready, Definition of done, waren dazu gedacht, dass wir besser zusammen diskutieren, dass wir besser zusammenarbeiten. Wenn das heutzutage eingesetzt wird, um wieder Schranken zu schaffen, um Übergabepunkte zu schaffen, dann schadet das vielleicht mehr. Dann sollten wir darüber nachdenken, ob wir dadurch weniger kontinuierlich werden. Regelmäßig darüber reflektieren, was euch kontinuierlich macht und was euch blockiert. Fehlendes Wissen und Können blockiert uns auch regelmäßig. Was macht uns denn kontinuierlich? Natürlich die Automatisierung und Continuous Deployment, das vollautomatische Deployen auf Live-Systeme, wird Standard. Continuous Delivery, wo wir noch manuelle Eingriffe haben, das ist auch in klassischen Projekten mittlerweile da. Continuous Deployment, wo alles automatisch passiert und wo wir nur im Fehlerfall manuell noch eingreifen müssen, das wird definitiv der Standard. Gemeinsamer Wissensaufbau. Normalerweise lassen wir uns Entwickler so machen und hinterher haben wir das Problem, das Wissen von allen Einzelkämpfern zusammenzubringen.
Warum bauen wir das Wissen und das Können nicht gemeinsam auf? Mob Programming ist ein Beispiel dafür. Und ein Prinzip aus Lean, Pull statt Push, bekommt doch Dinge einfach mal fertig. Macht Dinge fertig, statt immer Neues anzufangen. Das klingt so einfach, aber damit tun wir uns in der Praxis häufig schwer, weil wir alle auslasten wollen. Lass doch lieber mal einen Entwickler Däumchen drehen oder irgendwelche Entwicklervideos gucken, wenn der Rest dafür Sachen zügiger fertig bekommt. Macht Dinge fertig, statt immer Neues anzufangen. Ein Grundprinzip aus Lean Production, was auch für die Softwareentwicklung unglaublich wichtig ist. Dann kommen wir in einen Flow und dann können wir kontinuierlich Wertvolles ausliefern. Das machen wir irgendwie alles, aber es läuft nicht so gut. Warum? Läuft euer agiles Rad denn rund? Und da sagt Modern Agile, achtet mal drauf, ob diese vier Prinzipien ausgewogen sind, ob sie ausbalanciert sind, weil nur dann wird es rund laufen. Und macht lieber euer agiles Rad erstmal kleiner, aber ausgewogen und danach größer, aber wieder ausgewogen. Ja, das ist funktionierende Skalierung. Und ein unrundes Rad mit einer Unwucht ist zum Beispiel das hier. Hier können wir ganz viel deployen, aber wir haben keine Safety, wir haben keine Sicherheit, zum Beispiel keine technische Sicherheit. Wir werden Angst haben zu deployen, das macht die Entwickler weniger awesome. Und wenn ihr dann wirklich mal Produktion lahmlegt, weil ihr keine Sicherheit habt, werden auch die Kunden nicht begeistert sein. Die werden auch nicht awesome sein. Oder hier, wir können noch mehr deployen, aber wir liefern so schnell Wert aus, dass wir gar nicht so schnell lernen können. Ihr liefert Feature um Feature aus und kriegt gar nicht mit, ob die Kunden das überhaupt benutzen oder was sie damit tun. Das kennt ihr bestimmt von irgendwelchen Webseiten. Mir passiert das immer wieder, dass ich denke, warum macht ihr schon wieder ein neues Feature? Das letzte hat noch gar nicht richtig funktioniert. Liefert nur so schnell aus, wie ihr lernen könnt. Oder macht euer Lernen besser. Oder hier, ihr habt eine super sichere Umgebung geschaffen. Wir können super safe arbeiten, aber ihr kriegt die Software nicht durch die Tür. Da habt ihr die Grundidee von Softwareentwicklung nicht erreicht, dass ihr Wertvolles zum Kunden ausliefert. Das ist für die Kunden frustrierend und ihr kennt das bestimmt auch, wenn ihr entwickelt und das, was ihr baut, landet nicht beim Kunden. Das ist frustrierend. Und die letzte Unwucht, wenn sich Entwickler und Kunden irgendwie nicht richtig fühlen, nicht gut fühlen, nicht toll dabei fühlen beim Produkt, dann ist vermutlich irgendwas anderes nicht richtig und dann lohnt es sich noch nachzugucken, wo noch irgendetwas nicht stimmt. So. Und das sind also ein paar Richtlinien oder Hinweise, wo es sich lohnt nachzugucken, wie rund läuft unser agiles Rad. Das klingt jetzt so ein bisschen wenig konkret. Man könnte sagen, das sind irgendwelche Wünsche, Idealvorstellungen, das ist wieder so agiles Blabla. Aber Modern Agile hat auch gar nicht den Anspruch, perfekte Lösungen zu liefern. Hatte Agile auch nicht. Ja, wenn wir sagen, wir haben eine perfekte Lösung, gilt das nur heute. Aber es ist ein kontinuierlicher Prozess. Es geht vielmehr darum, dass Modern Agile uns verdammt gute Fragen stellt, mit denen wir uns einschätzen können. Und Agile wie Modern Agile sind eher Sensoren oder Messinstrumente, mit denen wir uns einschätzen können, mit denen wir unser Vorgehen kalibrieren können und mit denen wir uns besser machen können. Wir kriegen damit existierende Probleme mit und bitte erschießt nicht den Überbringer schlechter Botschaften, sondern nutzt dieses Wissen um die Probleme zu beseitigen. Und da können uns die agilen Praktiken helfen. Gibt es denn moderne agile Praktiken? Und das Spannende ist, dass Modern Agile keine festschreibt. Modern Agile sagt, unsere Leitideen, die werden vermutlich eine ganze Zeit bleiben, aber die Praktiken, mit denen wir das umsetzen, die werden sich sicherlich verändern. Ja? Wir deployen heute Software ganz anders als vor 10 Jahren. Wer weiß, was in 10 Jahren ist. Aber es gibt ein paar Praktiken, die sich im Moment als wertvoll erweisen. Continuous Deployments hatte ich schon erwähnt. Mob Programming, wer sich dafür genauer interessiert, da habe ich morgen Vormittag noch eine kleine Session zu. No Estimates, das ist ein Ansatz, das gesagt wird, Schätzen von Software schadet häufiger, als dass es nützt. Denkt mal drüber nach, wie und warum ihr schätzt. Schätzen ist nicht per se schlecht, aber denkt mal drüber nach, wie und warum ihr schätzt. Und No Projects, das ist der Ansatz, der sagt, entwickelt euer Produkt doch bitte langfristig. Und wenn ihr in Projekten denkt, ist die Gefahr viel zu groß, dass ihr Bürokratie habt, Budgetierung habt und euch damit lähmt. Denkt lieber in Produkten statt in Projekten. Ja, soll ich denn dann jetzt Modern Agile machen oder lieber traditionell Agile mit Scrum, weil diese ganzen modernen agilen Praktiken funktionieren bei uns nicht, ne? Continuous Deployments und Mob Programming.
dann fange ich doch lieber klassisch agil an. Und da würde ich gerne die Frage stellen, sind 2 Wochen Iterationen für euch eine Verbesserung oder 1 Wochen oder 4 Wochen Iterationen? Wenn ihr bisher alle 6 Monate deployt, ja, dann sind 2 Wochen großartig. Aber was machen eure Wettbewerber, eure Konkurrenz, wenn die jede Woche oder jeden Tag ein neues Feature bringen können oder Bugfixes bringen können, dann werden die Kunden vielleicht eher dahin gehen. Denn letztendlich geht es um die Kundenerwartungen. Was wollen die von unserer Softwareentwicklung? Und dann nehmen wir als Beispiel mal, wie Kinder heute telefonieren lernen. Wie lernen Kinder heutzutage telefonieren? So, ich weiß nicht, ob man es sieht, so ein Weltscheiben-Bakelit-Telefon, das ist historisch bestimmt total spannend. Man kann viel über die Geschichte des Telefonierens lernen. Aber die Erwartungshaltung ist heute einfach eine ganz andere. Und es gibt genug Kinder, die das hier links gar nicht mehr als Telefon erkennen, weil die nur noch Smartphones kennen. Die Erwartungshaltung ist eine ganz andere. Ja, und wenn ihr bisher eure Releases mit Rauchzeichengeschwindigkeit zum Kunden bringt, dann ist es natürlich ein riesiger Fortschritt, plötzlich ein Wählscheibentelefon zu haben. Aber wenn die Kunden ein Smartphone erwarten, bringt euch das nichts am Markt. Oder das hier, Kassetten oder das, was drauf ist. Kennt ihr noch Mixtapes? Ja, wenn man vorm Radio saß und die Aufnahme gedrückt hat und gehofft hat, dass der Moderator nicht reinquatscht. Das war toll. Ja. Aber die Erwartungshaltung heute, die ist eine andere. Wir wollen Musik streamen und wenn ich eine Playlist habe, dann möchte ich die innerhalb von Sekunden mit meinen Freunden teilen. Nochmal die Erwartungshaltung der Kunden. An der solltet ihr euch messen und vielleicht drüber nachdenken, ob ihr mit Modern Agile startet. Da werden Teile aus Agile ganz klar drin sein. Es ist eine Weiterentwicklung. Aber macht euch vielleicht Gedanken, wo es hingeht in Zukunft, nicht wo wir vor 20 Jahren waren. Es gibt also leider keine Patentrezepte, das tut mir leid. Ihr werdet vielleicht für euer Unternehmen so ein paar Gemeinsamkeiten finden, aber ihr werdet für jedes Team irgendwelche Spezialitäten umsetzen müssen. Das macht den Teams auch am meisten Spaß und das braucht Zeit. Und wenn ihr das richtig macht, dann wird das euer gesamtes Unternehmen bewegen und verändern. Und vor kurzem gab es ein ganz tolles Interview mit Michael Otto, dessen Konzern seit ein paar Jahren einen Kulturwandel macht und die auf dem Weg sind, sehr gut auf dem Weg sind, die selber sagen, wir sind jetzt gerade bei knapp über 50% vielleicht, ne? Aber die sind gut auf dem Weg. Und er wurde gefragt, warum hat ihr Versandhändler als einziger, ich glaube weltweit, überlebt die Digitalisierung? Und er gibt ein paar tolle Einblicke in seine Ideen, seine Überzeugungen. Und er sagt auch ganz klar, wenn ihr denkt, dass ihr euren Konzern in 1 bis 2 Jahren transformieren könnt, vergesst es. Das wird eine Generationenaufgabe. Das müsst ihr Schritt für Schritt machen. Ein sehr lesenswertes Interview in der Neuen Zürcher Zeitung. Guckt da mal rein. Wenn es keine Patentrezepte gibt, gibt es dann wenigstens ein paar Bücher. Es gibt auch nicht das eine Buch. Aber das Tolle ist, es gibt ganz viele Bücher aus verschiedenen Bereichen. Wir haben sehr klassische Bücher da, vom Programmieren über Extreme Programming, über Agile, wie man es richtig umsetzt. Wir haben mittlerweile aber auch ganz viele Bücher, die sich über Kanban und Lean in der Softwareentwicklung beschäftigen, wie man von Projekten zu Produkten kommt, wie man in großen Konzernen das gezielt verlernt, was nicht mehr nützlich ist. Unlearn, ganz tolles Buch. Accelerate, über DevOps oder generell, wie ich mein Unternehmen fit mache für die Zukunft. Und das sind ganz viele verschiedene Bücher, die die Ideen von Modern Agile enthalten. Denn da geht es in allen Büchern um Leute großartig machen, um experimentieren und lernen, um zügig Wert ausliefern und auch darum, dass wir Sicherheit brauchen. Das sind die Grundideen von Modern Agile in allen verschiedenen Disziplinen. Und zum Schluss möchte ich Agile und Modern Agile nochmal gegenüberstellen. Agile hat uns diese 4 Leitsätze plus 12 Prinzipien mitgebracht. Und diesen 4 Leitsätzen stellt Modern Agile die 4 Grundideen, die 4 Leitprinzipien entgegen. Und vor 18 Jahren war es unglaublich gut, dass wir gesagt haben, das Zusammenarbeiten mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlungen. Heute wissen wir, dass es wichtig ist, dass sich alle auch gut dabei fühlen. Wir müssen uns alle großartig fühlen. Zusammenarbeit reicht nicht, es muss was Gutes bei rauskommen. Working Software, das war damals wichtig, weil wir sehr viel dokumentiert haben. Aber heute ist wichtiger, dass wir das auch regelmäßig zum Kunden bringen.
damit wir beim Kunden lernen, damit der Kunde das nutzen kann, damit wir experimentieren und lernen können. Denn das Responding to Change, das Reagieren auf Änderungen, das ist schön und gut, aber das Experimentieren gibt uns Hinweise, in welche Richtung wir denn reagieren sollten. Und letztendlich, Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Tools. Das war damals toll, dass man den Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat. Aber Menschen können auch ganz böse interagieren. Und deshalb ist es aus heutiger Sicht wichtiger, dass wir die Sicherheit in den Vordergrund stellen. Von Technik, aber vor allen Dingen auch von menschlichen Interaktionen. Und das ist das Schöne an Modern Agile. Modern Agile nimmt Agile, erweitert das für die Zukunft, baut darauf auf. Und das begeistert mich an Modern Agile. Wir haben eine solide Basis von Agile. Wir haben ein paar Grundfesten. Das ist nicht unbedingt was Neues. Diese Grundfesten, ne, von Lean kennen wir durchaus schon lange. Und diese Grundfesten, die helfen uns, in der sich immer schneller ändernden technologischen Welt zu bestehen. Und man sieht das ganz schön, dass Modern Agile, dass die Präambel des Agilen Manifests nimmt, dass wir ständig dabei sind, neue Wege zu entdecken. Und Modern Agile erweitert das von der Softwareentwicklung darauf, dass wir nicht nur Software entwickeln, sondern großartige Resultate bekommen, bei was für Produkten wir auch immer machen. Und das lässt mich darauf hoffen, dass wir hier ein paar Ideen haben, die uns durch mindestens die nächsten 18 Jahre begleiten. Ich hoffe, ich konnte heute einen kleinen Einblick bringen, wie die agile Zukunft aussehen kann, warum mich Modern Agile begeistert. Schaut mal rein. Lest euch das durch, arbeitet mit, das ist Open Source, das kann man alles auf der Homepage angucken, runterladen, mitmachen. Vielleicht seid ihr auch ein klein bisschen begeistert, nutzt das. Ich freue mich auf die Diskussion beim Agile Day bei der JAX. Vielen Dank fürs Zuhören.